Wieder sind wir an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in unserem dritten Teil mit dem SFB 870 rütteln wir an bekannten Wahrheiten zum Aufbau der Netzwerke des Gehirns. Wieder dabei Professor Dr. Benedikt Grote und zur Verstärkung haben wir uns Professor Laura Busse dazu geholt. Schlagen wir gedanklich mal eins dieser Fachbücher zu den Neurowissenschaften auf und blättern zum visuellen System. Nehmt das als Beispiel. Dann haben wir da die Sehsinneszellen, die Photorezeptoren auf der Retina, die mit mehreren anderen Nervenzellen verschaltet sind, um dann schlussendlich den Ganglienzellen die Information zu übergeben, die sie dann an den Thalamus weiterleiten. Der Thalamus entscheidet, so denken wir uns das bisher, was er an den Cortex, in dem Fall den primären visuellen Cortex V1, weiterleitet. Das ist also ein System, in dem die Sinnesinformation vom Auge bis zum Hinterkopf Stück für Stück upstream, flussaufwärts weitergeleitet wird. Eigentlich ganz einfach. Aber ganz so einfach ist es gar nicht, Frau Busse, oder? Genau, also ich glaube, man muss da auf jeden Fall genauer hinschauen. Aber ich würde auch betonen, dass diese Vorstellung, die wir entwickelt haben von dieser Hierarchie, die Sie schon angesprochen haben, dass die extrem nützlich ist. Also wir haben schon verstanden praktisch, wie man Nervenzellen auf der einen Seite haben kann, die ganz detaillierte Informationen aus der Umwelt extrahieren, bis zu Nervenzellen am Ende von dieser Hierarchie, die so komplexe Eigenschaften verarbeiten wie Gesichter, spezialisierte Gesichter. Und da hilft irgendwie diese Vorstellung, von der Sie geredet haben, dass es diese Hierarchien gibt, in denen die Information weiterentwickelt wird, extrem gut. Und wir verstehen da sehr, sehr viel schon drüber. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass das nicht die Wahrheit ist, weil jede einzelne von diesen Stationen, die wir besprochen haben, bekommt viel mehr Verbindungen zurück von höher liegenden Arealen, also sogenannte Feedback-Verbindungen, als diese Vorwärtsverbindungen, die die einzelnen Stufen miteinander verbinden. Das zeigt schon, dass es nicht einfach nur ein Aufbauen voneinander ist, von diesen Verarbeitungsstufen, wo in jeder Verarbeitungsstufe komplexere Informationen verarbeitet werden, sondern eben auch, dass es ganz viele Rückkopplungen gibt, die auch eine bedeutende Rolle haben können. Das ist Upstream-System. Da fließt die Information immer nur nach oben. Jetzt sagen Sie gerade eben, da kommt ein Feedback von oben runter. Was hat das für einen Sinn? Genau, also die Theorien zu dem Feedback sind viel weniger entwickelt als die Theorien zu den Bedeutungen von diesen Vorwärtsverbindungen. Aber was wir denken, ist, dass es möglicherweise die Verarbeitung robuster machen könnte. Also man muss sich vorstellen, zum Beispiel, wenn man ganz wenig visuelle Information hat oder wenn es gerade wenig Kontrast gibt, wenig Kontext gibt und man dann was nicht gut Sichtbares entdecken soll, dass dann einem diese Feedback-Verbindungen helfen könnten, weil die schon bestimmte Erwartungen über was jetzt kommt, zum Beispiel da mit einbringen können und das einem dann hilft, dann aus dieser wenigen Information, sehr, sehr limitierte Information, tatsächlich das zu extrahieren, was wichtig ist praktisch. Das ist eine Idee, wofür diese Feedback-Verbindungen möglicherweise relevant sein könnten. Aber gleichzeitig muss man, glaube ich, sagen, dass ganz viel auch ohne funktionieren kann, ohne Feedback. Also wenn man sich zum Beispiel die künstlichen neuronalen Netze anschaut, die dann wunderbar Objekterkennung machen können an Bildern, die funktionieren zum größten Teil mit Feed-Forward-Verbindungen und mit reinen Feed-Forward-Verbindungen. Das heißt, selbst mit diesen vorwärtsgerichteten Verbindungen kann man unglaublich gute Leistungen erzielen, wenn man an zum Beispiel künstliche neuronale Netze denkt. Das ist gemein, aber vielleicht sind wir komplexer als künstliche neuronale Netze. Ja, oder vielleicht flexibler oder vielleicht können wir unter Bedingungen operieren, bei denen die eben versagen, weil wir diese anderen Verbindungen zusätzlich haben, die Kontext liefern können und Erwartungen da reinspiegeln können zum Beispiel. Ein anderer Aspekt, der das Ganze eigentlich erzwingt, ist die Tatsache, dass wir ja nicht ein Gehirn haben, damit es guckt, was da draußen passiert, sondern wir sind ja handelnde Wesen. Und mit unserer Aktion verändern wir auf der einen Seite, was wir wahrnehmen, aber wir verändern auch die Umwelt. Das Ganze muss ja irgendwie miteinander interagieren. Und insofern ist ja die Wahrnehmung oder das, was wir erfahren, nie losgelöst von dem, was wir tun. Und wenn wir jetzt eine reine Einbahnstraße haben an Informationen, dann müssten wir alles bis zu Ende rechnen, um dann zu gucken, ist das denn das, was eigentlich passieren soll, weil wir uns gerade durch die Welt bewegen und da wir dadurch einen visuellen Flow haben. Oder macht man das schon auf Ebenen, wo man das mit einbaut und sagt, alles, was jetzt da passieren muss,
wird sozusagen schon so verrechnet, dass es das System jetzt nicht zu einer Überlastung bringt, weil es die ganze Zeit einfach Milliarden von Pixeln da irgendwie verrechnen muss und gucken muss, was da gerade eins zu eins draußen passiert. Und wenn wir uns als handelndes Wesen begreifen, dann gucken wir anders auf die Frage, wie wir wahrnehmen und wie eine visuelle Bahn oder eine Hörbahn gebaut sein muss, damit sie effizient, kontextabhängig funktionieren kann. Das ist, glaube ich, so eine Veränderung in der Neurobiologie der letzten 10 Jahre, 15 Jahre, dass wir dieses aktive Verrechnen stärker in den Mittelpunkt hat. Und da spielen diese ganzen Feedback-Systeme auf allen verschiedenen Ebenen eine große Rolle. Und die gehen von ganz oben bis ganz unten auf die Sinneszelle. Und die gehen aber auch ganz lokal, oft nur von einem Stimulus zum nächsten. Wir haben jetzt schon ein paar ganz schön große Räder gedreht. Also Sie haben von Erwartung gesprochen, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Dieser ganze Gedanke von den Menschen oder das Leben als agierendes Leben zu sehen und quasi dann die Motorik vorne anzustellen, vor die Sensorik zu stellen, das ist ja auch schon fast ein Paradigmenwechsel in sich. Also ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich würde mal gucken wollen, ich würde gerne ein paar Begriffe klären. Was sind Schaltkreise? Was sind Netzwerke? Was sind dynamische Netzwerke? Ja, also ich glaube, die drei müssen wir mal belegen. Also wenn man an den Unterschied zwischen Schaltkreisen und Netzwerken denkt, dann würde ich vor allem an den Unterschied in der Betrachtungsebene denken. Also Netzwerke kann man untersuchen, zum Beispiel auch wunderbar mit bildgebenden Verfahren, so wie fMRI. Da braucht man nur an so Netzwerke denken wie das Aufmerksamkeitsnetzwerk und das Salienznetzwerk und das Default-Mode-Netzwerk. Das sind Netzwerke zwischen Arealen, die das gesamte Gehirn betreffen. Wenn man auf die Ebene von Schaltkreisen kommt, dann kommt noch eine ganz explizite Informationen über Zelltypen dazu. Da geht es dann um verschiedene genetische Zell-IDs sozusagen. Da geht es um ganz spezifische Verschaltungen. Wo kommt die Synapse an einer bestimmten Zelle? Wo kommt die Verbindung hin? Nicht nur in ein Areal, sondern eben zum Beispiel in welche Schicht im Kortex? Welcher Zelltyp macht genau, basierend auf einer bestimmten Selektivität, welche Funktion? Also das ist eine andere Auflösung sozusagen. Und ich glaube, das wird dann richtig, richtig faszinierend, wenn man die beiden Ebenen verbinden kann und diese Schaltkreisebene ausweiten kann auf die Netzwerkebene und dann große Netzwerke mit dieser Auflösung studieren kann. Und wenn wir jetzt auf das Feedback zurückkommen, Frau Busse, kann man dann sagen, dass die Dynamik im Netzwerk, also auch die Adaption, die Lernfähigkeit, dass die erst durch dieses Spiel von Feedback und Feedforward zustande kommt? Oder ist es schon zu weit gedacht? Ich glaube, ich würde noch ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, dass zum Beispiel allein schon durch, wenn man ganz einfache Netzwerke sich betrachtet, zum Beispiel eine Population mit exzitatorischen Nervenzellen und eine mit inhibitorischen, die untereinander verschaltet sind und in sich selber, dass man da schon extrem interessante Dynamik hervorrufen kann. Also da braucht es kein Feedback in dem Sinne von irgendwelchen höheren Arealen. Was, glaube ich, die Sache sehr, sehr interessant macht, sind diese rekurrenten Verbindungen. Dann kann man das natürlich komplexer machen und sagen, es gibt nicht nur innerhalb einer lokale Verschaltung sozusagen, sondern es kommen noch Long-Range-Feedback-Verbindungen, also von weiter weg, von höheren Arealen dazu. Und das macht das Ganze natürlich noch interessanter oder sowas wie Neuromodulation, was gegebenen Verhaltenszustand zum Beispiel die Aktivität verändert. Also das sind noch zusätzliche Elemente, aber Dynamik und interessante Phänomene kriegt man schon mit zwei Populationen und deren rekurrente Verschaltung. Okay, dann hätte es doch eigentlich gereicht. Trotzdem haben Sie was ganz anderes gefunden. Also jetzt legen wir mal den Thalamus unter die Lupe. Oder sagen wir mal die Verbindung zwischen Thalamus und V1, also primär im visuellen Kortex. Da haben Sie ein paar Sachen gefunden, die hätte ich jetzt wirklich so nicht erwartet. Wo fangen wir denn an? Vielleicht ist das Erstaunlichste, wenn man sich dieses genaue System anschaut, also die Verbindung zwischen dem Thalamus und dem primären visuellen Kortex, dass man eigentlich gedacht hat, wie wir in der Einleitung auch besprochen haben, dass der Thalamus sowas wie eine Relay Station ist. Das heißt, dass da einfach die Information weitergeleitet wird. Also die kommt an aus der Retina und macht da irgendwie kurz eine Pause und geht weiter in den visuellen Kortex. Aber das ist was überhaupt nicht so vertretbar ist praktisch, wenn man sich den ganzen Schaltkreis anschaut, in den der Thalamus eingebettet ist. Also neben dem
neben diesen dominanten Vorwärtsverbindungen gibt es auch massive Feedbackverbindungen vom primären visuellen Kortex. Die machen bis zu 30% aller synaptischen Eingänge da aus. Und es gibt noch massive Inputs von Neuromodulation, also aus dem Hirnstamm, die auch die Informationen im Thalamus bereits verändern können. Das heißt, bevor die Information überhaupt in den Kortex gelangt, passiert schon sehr, sehr viel mehr als einfach nur eine Weiterleitung. Aber ist nicht der Thalamus das Tor zum Bewusstsein, also zum Kortex? Was kommt dann jetzt vom Kortex? Was sagt der V1 dem Thalamus? Sagt er ihm dann, das will ich sehen, pegel da mal ein bisschen hoch? Genau, also wir stellen es so vor, dass die Information auf jeden Fall verfeinert wird durch diese Rückprojektion. Also der Kortex, der kriegt diese Eingänge und moduliert gleichzeitig oder durch seine Feedback-Verbindung, was er da bekommt. Und wir denken, das ist jetzt nicht eine totale Veränderung von dieser Information, aber es ist eine Verfeinerung. Und die könnte zum Beispiel helfen in so Situationen, wo man nicht viel Informationen hat, also wo es Rauschen gibt, wo man Details und erkennen muss, die so nicht gut sichtbar sind zum Beispiel. Aber die kortikalen Zellen, also die Schichten im Kortex, die reden in sich auch nochmal miteinander, oder? Genau, also dieses System wird dann natürlich total kompliziert, weil auch innerhalb des Kortex natürlich ganz viel Verbindung und untereinander Kommunikation entsteht. Was wir besonders faszinierend da finden, ist, dass wir eigentlich denken, der Thalamus ist eine sehr effiziente Schaltstelle, um da Informationen schon zu regulieren und zu verändern, weil es eben noch nicht diese Explosion von Nervenzellzahlen gibt wie im Kortex und weil die Eingänge und Ausgänge natürlich noch viel definierter sind oder viel besser verstanden zumindest als dann im Kortex, wo eigentlich Eingänge von überall her auch kommen und Einflüsse, die man gar nicht so leicht auf eine bestimmte Quelle dann zurückführen kann. Herr Grote, Sie denken die Evolution immer mit. Warum muss das so kompliziert sein? Also mit Blick auf die Entwicklung all dieser Nervensysteme. Es gibt doch keinen Designpreis dafür. Die Evolution gibt einen Rahmen vor. Und wenn wir diesen Rahmen nicht kennen, dann haben wir Probleme zu interpretieren, warum was wie ist. Umgekehrt ist es aber nicht linear, dass ich sagen kann, aus der Evolution ergibt sich zwangsläufig, dass ein Schaltkreis oder ein System sich oder so aufbaut. Das ist ja das Schöne, wenn man die vergleichende Betrachtung hat. Ich komme wieder zu meinem Steckenpferd-Hörsystem. In der Eule zum Beispiel oder mit Vögeln unabhängig entstanden bei Säugern, diese beiden Systeme lösen dieselben Probleme oft auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Das sind Zufälle, das sind aber natürlich auch irgendwelche Bedingungen, die vorher bei diesen Tieren, als sie dann das Hörorgan entwickelt haben, also tympanale Ohren mit Trommelfell, einfach vorgegeben haben, was gerade wichtig ist oder mit welchem Parameterraum man operiert, der unterschiedlich ist, zum Beispiel bei Säugern und bei Vögeln. Aber diese Betrachtung, also es sind Zwänge aus der Historia und es sind dann natürlich Bedingungen, die wichtig sind, um etwas effizient zu machen. Ohne Feedbacksysteme und ohne das ständige Interagieren von Motorik und Sensorik und von verschiedenen Modalitäten miteinander würde man nicht sicher durch eine komplexe Umwelt sich bewegen können. Dann können wir keine komplexen Dinge machen. Also einfach kann so ein System nicht sein, wenn wir wieder uns als agierendes, komplexes System verstehen. Trotzdem ist vieles in der Evolution auch fauler Kompromiss, einfach weil es so entstanden ist. Ich meine, das krasseste Beispiel ist jetzt nicht neuronal, es ist aber die Kreuzung von Atemweg und von Nahrungsweg. Das macht designtechnisch überhaupt keinen Sinn. Ein Kollege hat es mal als unintelligent Design bezeichnet, ja? um zu zeigen, das ist nicht konstruiert worden von irgendjemand, weil so würde man es nicht machen. Das hat sich einfach ergeben aus der Geschichte, wie Lungen entstanden sind und wie dann der Nasenraum plötzlich in die Atmung einbezogen wurde. Und dann hat sich dieses komische System ergeben. Und auch unser Gehirn ist etwas, was ständig sich verändert hat, umgebaut wurde, wo Aufgaben sich verschoben haben, verändert haben, nicht aufeinandergesetzt, wie viele Leute glauben, sondern in der Interaktion der verschiedenen Ebenen sich einfach angepasst haben. Und das kann man nicht als eine lineare Geschichte, Entwicklung sehen, wo man sagt, man hat eine neue Aufgabe, die setzt man oben drauf und darum kriegt man irgendwie eine neue Struktur, sondern das ist ein komplexeres Miteinander. Insofern lässt sich das am Ende auch nicht genau sagen, warum ist es jetzt genau so, dass wir bestimmte kortikale Interaktionen in den oberen Schichten haben und die Interaktionen mit jetzt zum Beispiel subkortikalen Arealen in anderen,
Das hat sich, würde ich mal sagen, einfach so ergeben aus der Historie heraus. Das könnte man auch ganz anders machen. Und wie das zum Beispiel bei Vögeln am Ende dann im Vorderhirn mit sehr ähnlichen Leistungen ist, ist gerade eine der spannenden Fragen der Neurobiologie. Weil wir da wieder so eine parallele Evolution haben. Denken wir an die Kognition bei Rabenvögeln. Die können unglaublich komplexe Dinge machen mit Arealen, die verwandt sind, historisch gesehen, aber in der feinen Struktur und der Frage, wie die Hierarchien sind, möglicherweise dann doch sehr anders sind, unabhängig entstanden sind. Und eine der großen Aufgaben, wenn man sich mit Schaltkreisen beschäftigt, ist, diesen Kontext herzustellen. Nicht nur ihn zu beschreiben, wie ich das jetzt machen würde als einen Schaltkreis in der Elektronik, sondern das in den Kontext zu setzen und dann in die Details schauen zu können, warum ist das so. Und insofern ist diese Frage dann eine, die wir nie direkt beantworten können. Es ist immer ein Konglomerat von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn wir das noch nicht beantworten können, dann nehmen wir doch nochmal ein Ding, also eine Entwicklung in der Evolution, die mich echt umgehauen hat. Und zwar habe ich von Ihnen gelernt, dass beim Hören die Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit, die Aktivität einer cochlearen Zelle, also der ersten Sinneszelle des Hörens, verändern kann. Was kann denn da überhaupt noch von Upstream gelten, wenn Downstream alles kontrolliert? Also es ist richtig, dass in den meisten Sinnessystemen, das visuelle System ist da fast eine Ausnahme und da ist der Säuger, also wir sind eine Ausnahme, denn bei vielen anderen Wirbeltieren gehen efferente, also zurückprojizierende Bahnen bis auf die Ebene der Retina. Das ist bei uns sehr schwach bis gar nicht ausgebildet. Aber prinzipiell kann man sagen, dass dieses Miteinander und das Interagieren über Feedback in der Regel bis zur Sinneszelle geht, oder in vielen Systemen zumindest bis zur Sinneszelle geht. Und im Hörsystem gibt es eine Kaskade von Informationen, die wahrscheinlich anfängt mit Aufmerksamkeitssteuerung im frontalen Kortex über primäre auditorische Areale bis hinunter dann zu den Efferenzen, die in die Cochlea ziehen, aus dem Hirnstamm und die Kontakt machen mit den äußeren Haarsinneszellen. Und damit die Verstärker Eigenschaft dieser äußeren Haarsinneszellen, die wirken als Verstärker, die schwache Signale stärker machen, dann verändern und damit die Selektivität auf bestimmte Frequenzen von Sekunde zu Sekunde auf Ebene der Cochlea selber, des Innenohrs selber, verstellen können. Und das ist eher die Regel als das Exotische, dass unsere Sehrezeptoren nicht direkt beeinflusst werden, ist eher die Ausnahme und ist vielleicht auch nicht primär so. Das passt jetzt überhaupt nicht dazu, aber es hat auch was mit Unterschätzen zu tun, dass ja mindestens mal bei Kaninchen die Ganglienzellen auch schon Bewegungen detektieren können, also dass viel mehr Verarbeitung in der ersten Sinneszelle stattfindet als gedacht. Können wir uns da noch auf einiges andere vorbereiten, was wir noch gar nicht so richtig wissen? Ich glaube auf jeden Fall, also die richtungsselektiven Ganglienzellen, die Sie angesprochen haben, die gibt es im Kaninchen, die gibt es auch in anderen Nagetieren, wurden gefunden. Und in den neuesten Arbeiten sieht man auch, dass man Aspekte davon jetzt anfängt zu sehen in Primaten selbst. Die sind im Moment noch nicht sehr gut erforscht und oft untergegangen in der Primatenforschung, weil es da in unserer Netzhaut diese Spezialisierung gibt, die Fovea, wo ganz viele Ganglienzelltypen und auch die Photorezeptortypen spezialisiert sind auf hochauflösende Informationen. Und dadurch wurde übersehen, was es sonst für eine Vielfalt gibt in dem Primatensystem, weil sich Leute eben auf diesen Bereich mit einer extrem hohen Dichte von Zellen konzentriert haben. Und ich glaube, es kommen so gerade die ersten Arbeiten raus, die zeigen, dass es auch durchaus Möglichkeiten gibt, da viel, viel mehr Komplexität zu finden, als was man bisher angenommen hat, selbst im Primaten. Jetzt kommen wir mal zurück auf die Erwartungshaltung vom Anfang dieses Gesprächs. Wenn meine Aufmerksamkeit bei einer cochlearen Zelle sagt, was ich denn bitte jetzt verstärken soll, muss ich mir das dann so konstruktivistisch denken, dass das Leben ist wie ein Beziehungsstreit, in dem ich auch immer nur höre, was ich hören will? Auf der einen Seite ist die Erwartung hilfreich, wenn ich an die Grenzen meiner Wahrnehmung gehen will. Ja, ich muss mich konzentrieren und ist da noch ein Ton oder nicht? Und was war das für ein Geräusch und versuche die anderen Dinge auszublenden. Aber das eigentlich wichtigere und stärkere Signal ist immer, wenn was abweicht von der Erwartung.
Also wenn irgendwas nicht zusammenpasst, dann ist Alarm im System. Das zeigen die Arbeiten am visuellen Kortex aus dem Labor Bonhoeffer-Hübner. Die zeigen, dass wenn die Bewegung einer Maus mit der Richtung des optischen Stimulus, wie der sich bewegt, wenn das zusammenpasst, dann gibt es deutlich weniger Aktivität, als wenn es ein Mismatch gibt. Also die Maus bewegt sich vorwärts, aber die Welt bewegt sich auch nach vorne. Das darf nicht sein. Und dann ist viel mehr synaptische Aktivität, zumindest im primären visuellen Kortex, als andersrum. Das Gleiche sehen wir, wenn wir eine Abfolge von Tönen spielen, haben wir sehr schnell eine Abnahme der Antworten auf den frühen Arealen der Hörbahn. Und in dem Moment, wo dann der Ton unerwartet wieder abweicht, in irgendeinem Parameter, zum Beispiel Tonhöhe, dann gibt es wieder eine massive Antwort. Also die Abweichung von dem, was eigentlich jetzt kommen soll, führt in aller Regel zur stärksten Aktivität. Also das ist hat so zwei Seiten. Effizienz, Erwartung, alles ist okay, alles ist in Ordnung. Dazu braucht es die Vorhersage, was passieren muss. Das führt zur Effizienz, aber eben auch zu einer besonderen Auflösung, wenn es sein muss. Aber wenn was anders ist, dann führt es zu einer Alarmreaktion, wenn man so will. Und das Tier oder wir müssen reagieren. Und das erfordert dann einfach mehr Rechenleistung in dem Moment, würde ich mal so sagen. Ist also dann nicht effizient, aber muss halt sein. Ich wollte dazu noch einen kurzen Aspekt noch mit einbringen. Also das andere, was man nicht vergessen darf in dieser ganzen Diskussion, ist, dass die Peripherie, unsere Sinnesperipherie, gar nicht in der Lage ist, die komplette Information zu verarbeiten. Also wir haben zum Beispiel nur eine 2D-Fläche auf unserer Netzhaut und müssen aber rekonstruieren, was hier im Raum in 3D um uns herum passiert. Und es ist mathematisch einfach unmöglich, aus diesem 2D-Bild, was wir auf der Retina haben, das eindeutig zu rekonstruieren, was hier um uns herum passiert. Von daher ist auch eine Idee, dass diese Feedback-Verbindungen eben für diese Inferenz zuständig sein können. Also diese limitierte Information, die wir bekommen, zusammenzubringen mit Dingen, die wir im Laufe der Evolution, im Laufe unserer eigenen Entwicklung gelernt haben und so praktisch Sinn machen aus dieser reduzierten Information, die eigentlich nicht vollständig ist, um die Welt um uns herum zu verstehen. Ein konzeptioneller Rahmen für all diese Phänomene, über die wir jetzt geredet haben, ist in den letzten 10 Jahren auch entstanden unter diesem Begriff Predictive Coding. Der ist nicht unumstritten, dieser Begriff. Und da kann man sich herzlich streiten, wie hierarchische und nicht hierarchische Systeme in ihrer Gewichtung jetzt interagieren und so weiter. Aber der Begriff ist unglaublich sexy, weil das Predictive Coding eigentlich genau verlangt, was wir gerade beschrieben haben, was wir sehen in all diesen Systemen. Dieses ständige auf die Ebene vorher eingreifen, runterwirken, eingreifen und selektiv, kontextabhängig zu gucken, passiert genau das, was passieren soll, also was das System vorhersagt aus seiner Erfahrung oder aus seiner Struktur heraus, also in der Evolution gelernt sozusagen, oder eben nicht. In dem Moment, wo was nicht predicted werden kann, wo etwas nicht vorhergesagt werden kann, ist es wichtig zu gucken, jetzt wieder zu öffnen, was ist denn hier eigentlich? Deswegen muss ich alle Kanäle aufmachen. Das ist teuer, ist nicht effizient und führt mich auch nicht zum Rande der Auflösung in meinen Sinnessystemen. Aber wenn nichts Besonderes passiert, dann kann ich eben mit dieser Vorhersage, was passieren soll, besonders effizient und auch besonders hochauflösend arbeiten. Und dieses Predictive Coding ist meiner Meinung nach ein extrem attraktiver intellektueller Rahmen, um genau zu beschreiben, wie dieses System aus dem Kontext heraus sich durch die Welt bewegend funktioniert und hat die Sicht auf Schaltkreise, neuronale Netze, wie man will, ganz massiv verändert. Frau Busse, das sind ja jetzt jede Menge neuer Fragen, neuer Themen. Wo fangen Sie an? Wo geht's weiter für Sie? Also ich glaube, unsere zwei konkreten Fragen praktisch, die wir haben, oder so Themenfelder für den Schaltkreis, den ich mir anschaue, ist zum einen, dass wir noch mehr Details verstehen wollen, also noch mehr die modernen
neurobiologischen Methoden ausnutzen wollen, um noch genauer zu verstehen, welche Subtypen von Feedbackzellen welche Funktion haben, weil wir denken, dass die sehr, sehr hoch spezialisiert sein werden und dass wir denken, dass wir noch mehr verstehen können, wenn wir spezifisch wissen, für welche Stimulusattribute zum Beispiel welche Zelle verantwortlich ist und wo genau die Modulation stattfindet. Also das geht irgendwie noch eine Ebene detaillierter. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Experimente natürlich bisher nur gemacht, als Tiere praktisch diese Stimuli gesehen haben, aber sie mussten nichts machen aktiv mit diesem Stimulus. Das heißt, für uns wäre eine wichtige Frage zu verstehen, was dieses System macht in einem konkreten Verhaltenskontext, wo das Tier jetzt zum Beispiel ein Bild segmentieren muss und belohnt wird, um bestimmte Dinge zu erkennen in diesem Bild, unter anderem genau in diesen Bedingungen, wo es eben nicht viel Information gibt. Und dann diese Schaltkreise sowohl zu beobachten in diesem Detail als auch zu manipulieren, um unsere Hypothesen zu testen. Und für beides eigentlich wird es essentiell sein, nicht nur einen Teil gleichzeitig von diesem System abzuleiten, sondern an möglichst vielen Punkten in diesen vielen, vielen Feedback-Verbindungen gleichzeitig Aktivität zu messen, damit wir überhaupt eine Chance haben, diese Dynamik zu verstehen. Wenn da irgendwas ankommt und das dann Millisekunden später modifiziert wird durch das Areal, was diese Information bekommt, hat man keine Chance, wenn man nur an einer Stelle gleichzeitig misst. Also die Vision wäre praktisch, das mit vielen parallelen Ableitungen gleichzeitig anzuschauen. Gibt es dafür die Technik? Die wird gerade weiterentwickelt natürlich. Also ich glaube, wir befinden uns in einer guten Zeit, um solche Fragen zu stellen, weil es immer mehr Methoden gibt, zelltypspezifisch mit Millisekundenpräzision an verschiedenen Arealen abzuleiten. Das ist natürlich nie perfekt und wir können nur das machen, was es jetzt gerade eben gibt oder dazu beitragen, das noch weiterzuentwickeln. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel mehr möglich als noch vor einigen Jahren. Und deswegen ist es so ein toller Zeitpunkt, um genau solche Feedback-Fragen zu studieren, weil wir denken, dass wir wirklich die Chance haben, mehr zu verstehen, als wir bis jetzt wissen. Das heißt, Sie bringen dann im Endeffekt auf der einen Seite die ganzen Netzwerk-Feedback-Feed-Forward-Geschichten zusammen und auf der anderen Seite die Motorik mit rein? Ja, in gewisser Weise schon. Zumindest das Verhalten, sagen wir mal, im breiteren Sinne, was normalerweise ja Motorik beinhaltet. Man sollte es nicht auf die Motorik reduzieren. Aber das bringt man mit rein und das ist möglich, nicht nur, weil man eben jetzt auch am sich verhaltenden Tier auf verschiedenen Ebenen zellspezifisch ableiten kann, messen kann, die Aktivität von Zellen, von Synapsen, sondern auch, weil die Virtual Reality uns erlaubt, Tiere in komplexe Aufgaben zu bringen und dabei das Verhalten zu steuern, ohne das Labor zu verlassen. Und das ist eine Voraussetzung, damit man an so natürlichere Stimuli dann Schritt für Schritt langsam rangehen kann. Also das ist jetzt nicht gleich, man geht jetzt in die natürliche Umgebung. Wir müssen nach wie vor reduktionistisch rangehen. Aber das Portfolio hat sich geändert, weil die Methoden, wie auch die Konzepte, die wir im Hintergrund haben und brauchen, um die richtigen Fragen zu stellen, sich so viel weiterentwickelt haben, dass man jetzt diesen Schritt machen kann.